Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zum Kun Battle Pass. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Herausforderung und zwar geht es darum, graue Riesen zu besiegen. Das ist eine seltene Herausforderung, die uns 70 Erfahrungspunkte gibt. Ich befinde mich aktuell hier unten in an der Grenze zwischen 4 und 5, J4 und 5. Und zwar ist das hier die Teiche der grauen Riesen. Hier seht ihr überall diese Menschen, die so ein bisschen wie Schlangenmenschen, sage ich jetzt mal, aussehen. Und wenn ihr die irgendwo sieht, dann macht ihr die kaputt, weil das sind nämlich die Leute, die ihr töten müsst, um diese Errungenschaft hier zu kriegen. Ihr könnt quasi die Treppe hochlaufen. Das ist dann wahrscheinlich der sogenannte Teich hier in der Ecke. Hier oben sind jetzt soweit leider keine mehr von denen. Ich denke mal, die werden sich dann eher ein bisschen weiter unten aufhalten. Hier habe ich gerade schon einen erledigt, um das Ganze mal zu testen. Und hier unten, genau, da hinten sind zum Beispiel noch welche. Ihr müsst da ein bisschen rumschauen. Da steht zum Beispiel auch noch einer. Die halten natürlich ein bisschen mehr aus. Ich bin ja hier gerade im Admin-Modus unterwegs, um euch das Ganze ein bisschen besser zeigen zu können. Hier unten scheinen keine mehr zu sein, aber hier oben steht beispielsweise noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Also die halten sich in erster Linie so ein bisschen mehr hier in Richtung, da wo die Treppen hochgehen, wo dann auch der Teich in der Nähe ist, auf. Ja, da hinten ist zum Beispiel noch einer rechts, da steht auch noch einer, so ein bisschen verteilt. Man muss einfach nur mal die Augen offen halten. Hinter mir ist übrigens auch gerade wieder einer gespawnt oder stand schon da, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten dürft ihr euch natürlich auch gerne meine anderen Videos angucken zum Thema Battle Pass. Bis zum nächsten Video, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.